Ali, hallo, liebe Leute, Doktor hier mit einer neuen Folge Pein. In der letzten Folge war ich in der alten Heimat, auf der Klippe hier oben, die ich jetzt auch über einen Aufzug erreichen kann und auch wieder verlassen kann, wie man da oben sieht. Den hat ein Mate dahin gebaut. Ja, beim letzten Mal habe ich erfahren, dass einige der Bewohner meines Stammes, der Angehörigen meines Stammes, gar nicht abgeneigt sind, die Klippe zu verlassen. Wenn wir hier ein schönes Plätzchen finden, wo wir uns niederlassen können. Das wird dann also wahrscheinlich ein längerfristiges Ziel werden, da etwas zu finden und alle anderen Leute auch zu überzeugen. Ich hatte beim letzten Mal übrigens gesagt, dass ich den Bogen auch mal mehr einsetzen will. Der ist ein bisschen zu kurz gekommen bisher. Nein, das haben die mich gesehen. Gucken. Boah, knapp. Ah, jetzt haben die sich hingelegt. So, ich muss die Reichweite auch noch beachten. Das heißt, hier muss ich ein bisschen höher anhalten. Ja, cool, der hat gesessen. Pfeile wieder aufsammeln ist nicht, ne? Ne, sieht nicht so aus. Ja, das ist so eins der Hauptbugs hier, ne? Mit dem Gras. Mal ist es da, dann verschwindet das wieder direkt, während man drin steht. Dann, Ja, ist so ein bisschen ätzend. Weiß ich nicht, ob es an einem Engine liegt. Ja, hier hat man uns wieder gesehen. Jetzt ist Gras wieder da. Wenn ich so gucke, ist es weg. Wenn ich hierhin gucke, ist es da. Das ist echt blöd. So, ja, meine jetzige Aufgabe ist es, das Tamba-Haus. Also die Tambas. Aufzusuchen. Mal gucken, was sich da so ergibt. Ja, hier wieder, also die ganze Zeit mit dem Gras, das ist echt so nervig. Wo habe ich eigentlich den Schaden genommen? Sehe ich gerade erst. Ich glaube, ich muss mal irgendwas essen. Komm hier, Fluffy-Eier habe ich so viele. Esse ich noch eins, damit ich energized. Zack. So, da ist das Tamba-Haus. Es gibt vier von euch. Ah, ich habe gewonnen. Ich hatte darauf gewettet, dass es ihn einige Tage kosten würde, einen Zusammenhang herzustellen. Yu, willkommen zurück. Ich würde dich ja zum Hinsetzen einladen, aber es sind keine Stühle übrig. Gut, dass du uns besuchen kommst. Nun, da du mitten in der Politik von Albama angekommen bist, bei uns haben mächtige Häuptlinge angeklopft. Yu, sie sind gar nicht glücklich, gar nicht. Die Häuptlinge fühlen sich an eine lange vergessene Zeit erinnert und sähen es nicht gerne, wenn ihr die Wackelklippen verlassen würdet. Trotzdem, du bist wahrscheinlich nicht hierher gekommen, weil es euch da oben so prächtig geht. Kein Problem, wir können dir wie immer unter die Arme greifen. Natürlich nur, wenn du uns auch hilfst. Wahrscheinlich willst du in eine andere Gruft rein, oder? Dein neues Gerät da hilft bestimmt dabei, die anderen Einfallspinsel oben auf dieser Klippe zu überzeugen. Naja, die Häuptlinge von Albama sind jedenfalls nicht so glücklich darüber, dass du dich in den Gruften umsiehst. Deshalb sollen sie auch sicherer verschlossen werden. Und da wir ja so neutral sind, oder es zumindest zu sein scheinen, hehe, haben sie uns den Schlüssel zu den Gruften anvertraut. Haha. Naja, du hast schon recht wegen der Gruft. Ich will da rein, aber okay, wir haben also, was du brauchst, aber wir brauchen auch dich. Ich wollte dich noch über ein merkwürdiges Bild und ein Rangabzeichen befragen, die ich drin gefunden habe. Ah, wie ich erwartet hatte. Unsere Vorstellungen gleichen sich einander an. Das ist genau das, wofür wir einander brauchen. Du musst wissen, dass uns deine Ankunft an unser unvollendetes Forschungsprojekt über ein Ereignis erinnert hat, das man im Allgemeinen den Irrtum nennt.
An diesem Ereignis hatten aber nicht nur die Menschen großen Anteil, sondern alle Stämme. Das ist das Symbol, das ich gefunden habe. Was bedeutet es denn? Es bezieht sich auf einen großen Konflikt auf Albamar, und zwar einen, den wir dann doch lieber gemieden haben. Unsere Heimat in Sumpfwald steckte in Schwierigkeiten und uns wurde alles ein bisschen zu heiß unter den Füßen. Was dann zu einer großen Lücke in unserem riesigen kollektiven Wissensfundus geführt hat. Die anderen sprechen nicht viel darüber. Anscheinend war es damals nicht so prickelnd, hier zu sein. Vielleicht hast du ja mehr Glück. Wir wissen, dass Menschen involviert waren, aber wir wissen nicht wie. Die Antworten findest du bei den anderen Spezies. Sie alle haben Wissen über einen bestimmten Teil des Irrtums und wir hoffen, dass diese Teile mit dir das Fehlende als fehlendem Bindeglied zusammenfügen zu können. Nimm mal zum Beispiel die Schmutzler, die von den Feldern kommen. Sie wirken schmutzig und hilflos, aber sie haben mehr drauf, als man erkennen kann. Die Fechsel sind als Gauner bekannt und kommen aus Keilwald. Sie werden gleich merken, dass du wertvolle Informationen benötigst, nur um dich dann bei allem herauszufordern, bei dem sie gut sind. Die Krocker sind die schamanischsten Jäger der Wälder. Wenn du willst, dass sie irgendetwas mit dir teilen, dann musst du dir ihren Respekt verdienen. Die Kariblins sind ein weises Bergvolk. Sie versuchen immer, alle zu belehren, aber letzten Endes läuft es doch oft auf rohe Gewalt hinaus. Die Golladigak von den Dünen würden uns oder dich nicht mal ansprechen. Für sie sind wir nicht nobel genug. Ihre Eitelkeit ist der Schlüssel zu ihrem Wissen. Du könntest perfekt dafür geeignet sein, sie alle zu kontaktieren. Du bist neu, interessant und du scheinst zu bekommen, was du brauchst. Das hört sich aber nach viel an. Ist es auch. Du kannst das so anpacken, wie du möchtest. Auch die Reihenfolge ist egal. Viel Glück. Oh, neues Inselkonzept. Die Tambas haben auf Albamar Friedensvertrag und schriftliche Beleidigung eingeführt. Dieses Wissen wird von den Dorfhändlergruppen auf der Insel in Umlauf gebracht. Wenn solche Verträge getauscht werden, verbessern oder verschlechtern die beiden tauschenden Fraktionen ihre Beziehungen damit erheblich. Okay, Friedensvertrag und schriftliche Beleidigung. Okay. Gucken, was haben wir hier so? Ah, Friedensvertrag. Kann ich mir einfach nehmen oder was? Ja, bestimmt. Na, wirf das mal eben weg hier so. Ja, jetzt lass mich das doch. Mein Gott, ey. So, dann kommt er eben hier hin. So, zwei Friedensverträge und da haben wir wahrscheinlich dann. Mein Gott, ich will hier nichts entzünden. So. Nervig. Ja, und wo ist jetzt dieses Beleidigungsdings? Oder was war das, was da gerade noch lag? Hab ich auch genommen. Oder war das nur die Idee dazu? Ja, scheint so. Dann mal Friedensvertrag-Idee. Ach so, zwei Friedensverträge und wahrscheinlich einmal die Idee dazu, die ich da aufgehoben habe, vermute ich. Boah, drei Händlerabzeichen, ein Wächterabzeichen macht man dafür. Hm. Okay, irgendwie ist das Quest-Symbol jetzt hier. Interagieren. Agieren. Muss ich jetzt hier aussuchen, mit wem ich hier anfange oder was? Mal gucken.
Die Schmutzler, ein einfaches Volk, aber sie sind Meister der Organisation. Man sagt, dass die Schmutzler all ihre Informationen in Bezug auf den Irrtum zusammen mit einem uralten König verborgen haben, und zwar tief in der großen Höhle, aus der sie stammen. Den Eingang könntest du vielleicht schon gefunden haben. Das Geheimnis zum Auffinden der Informationen liegt aber etwas tiefer. Anscheinend muss man sich in einem bestimmten Zustand befinden, den man über die Ressource Sablika erreicht. Wir haben sie noch nicht gefunden, aber nahe der Schmutzlerhöhle gibt es ein Monument, das dir die geheimen Methoden des Königs verraten sollte, sie sich zu verschaffen. Aus irgendeinem Grund haben sie in der Nähe eine Spur aus grünen Spystalsockeln hinterlassen, um das Monument zu finden. Bescheuert, aber so sind sie eben. Folge dieser Spur, dann wirst du die Informationen schon bald erhalten. Viel Glück. Ja, ich denke mal, hier kann ich jetzt wahrscheinlich die anderen alle auch noch antriggern, aber dann würde ich jetzt erstmal das erste angehen und dann komme ich nochmal wieder und trigger die anderen an. Was haben wir hier noch? Explosiver Stolperdraht als Idee, aber dann habe ich doch schon Wunderkerzenfalle als Idee. Ich meine, die konnte ich doch schon herstellen. Naja. Oder will er jetzt, dass ich hier alle... Weil der Marker hier noch drauf ist, will er jetzt, dass ich alle hier antrigger? Warte mal, ich kann ja hier aktivieren und deaktivieren. Mal gucken. Oh, das ist natürlich ein Stück. Na, wen haben wir denn da? Boing. Cool. Oh, so Bogenschießen macht schon Spaß. Schnapperantenne, habe ich bisher nie gebraucht. Ja, an den Amphiskuskugeln muss ich auch dranbleiben. Boah, das ist so nervig. Das kannst du immer nur wiederholen, ey. Mit dem Gras, das so verschwindet. Muss ich, glaube ich, mal danach recherchieren. Ob ich da irgendeine Lösung finde. Ah, ein Albamer Schlüssel erforderlich. Fehlgeschlagen. Habe ich denn Albamer Schlüssel? Nicht so wirklich, ne? Deswegen wahrscheinlich auch fehlschlagen.
kann doch bestimmt einen herstellen. Ja. So, jetzt mal versuchen. Aha. Was haben wir da? Einfach gar nichts. Eine leere Kiste. Was soll das denn? Was für eine Verarsche, ey. Naja, weiter geht's. Weiter geht's. Gucken, wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? 15. Marholz und... Ach, dafür brauche ich Stumpfels. Das heißt, Stumpfels ist eigentlich gar keine so schlechte Ressource. Muss ich mir merken. Die brauche ich für Pfeile. Für die Herstellung. Ah, Vorsicht. Immer dran denken. Alle sind mir jetzt feindlich gesinnt, bis auf die Golladigax. Nee. Leute, lasst mich in Ruhe, da kommt auch noch ein dritter, ey. Ach nee, die greifen da oben dieses Viech an, okay. Die meinen gar nicht mich. Ah, das ist eine Amphistus-Kugel, cool. Ah, gut, dass ich diesen Rechtsschwenk noch gemacht habe. Blöderweise hocken die da. Ich könnte versuchen, ganz schnell hinrennen und dann schnappen und weg da. Jawoll. Und weg hier. Meisterdieb, Leute. Meisterdieb, sag ich nur. Bam. Keiner hat mich gesehen. Ach, da kommen Kariblins. Nein. Ist jetzt ein bisschen ätzend. Ich muss hier einfach jedem aus dem Weg gehen. Ansonsten gibt das übelsten Beef, ey. Bin ich denn schon im Ziel? Ja. Okay, eine Spistalsockelspur soll ich hier finden. Suche ich doch einfach mal hier den höchsten Ort auf. Ah, das ist Spistal. Da soll ich eine Sockelspur finden. Oh oh. Keine Ahnung. Ist damit das jetzt hier gemeint oder ergibt sich da so eine Spur? Morgenheu, ja, wir haben noch nie gebraucht, ey. Schnapp ich mir mal hier das Spistal. Da unten wäre noch weiteres. Und da wäre noch was. Aber das ergibt ja jetzt nicht eine großartige Spur, oder? Ist der da mal eben so gespawnt, oder was? Naja, da unten ist dann noch was.
Weiß der Geier, ob das jetzt die Spur ist oder nicht. Genau genommen ist der Marker hier so. Oh oh. Ich glaube, der hat mich jetzt gesehen, ja. Shit. Oh, shitty, shitty, shitty. Ah, okay. Okay, das ist so die genaue Position des Markers jetzt. Da haben wir auch Spistal. Ah. Eine Spur aus grünen Spistalsockeln, genau wie Wes gesagt hat. Sie scheint zum Dorf vor mir zu führen. Leute, ich kann jetzt nicht einfach so in das Dorf reinspazieren, ey. Vor allen Dingen, hier sind zig verschiedene Spezies, ey. Bruder. Wow. Warum hat er sich jetzt hier hingelegt, oder gesetzt? Er geht's noch? Was war das denn? Nee, da ist noch einer. Heilt er sich da? Er heilt sich doch. Diese Ratte. Komm, einer noch. Nein, was macht der denn? Ich hab keine. Oder? Warum? Hab ich nichts mehr. Warte, wechseln. Oh. Boah, Alter. Alter Verwalter. Stumpfels. Wechselessenz. Die kann ich, glaube ich, stacken. Ach, das war ein Wächter sogar. Geil. Sehr cool. Habe ich noch ein Wächterabzeichen jetzt? Genug brauche ich nicht. Stoff kann man noch gebrauchen. Habe ich, glaube ich, auch schon. Das heißt, ich kann stacken. Sandstein kann ich auch noch stacken. Puh. Okay. Was ist da noch? Ah, die Rosenbeere. Die hatte ich abgelegt. Ja, genau, jetzt wollte ich mal gucken. Ich glaube, ich habe alle meine Pfeile gerade aufgebraucht, ne? Bin ich, wo habe ich die hier? Ah ja, die werden dann einfach gar nicht mehr dargestellt, ja. Kann ich denn welche herstellen? Ja, eine Charge. Dann habe ich jetzt wieder 10 Pfeile. Kann der Marker hier eigentlich weg? So, dann muss ich mal gucken. Also da ist das Dorf, da werde ich ja nicht reinkommen. Da. Oh, verstecken.
Sollte ich mich zumindest mal gucken, das sind wahrscheinlich hier die. Die Feixel sind das, ne? Vom Symbol her würde ich sagen. Weichglas, Fluffy-Ei, Dünneisen, Rosenbeere. Da stehen die drauf. Ja, eine Rosenbeere habe ich gerade abgelegt. Müsste ich jetzt nicht noch freie Slots haben? Ja, habe ich auch. Warte mal, wo habe ich die. Wo war das mit der Rosenbeere da, ne? So, dann sollte ich mich wenigstens mit denen irgendwie vertragen. Also zu bieten hätte ich die Rosenbeeren. Dünneisen habe ich, glaube ich, abgelegt. Ne, da. Da. Dünneisen, Fluffy, Eier, ja, easy. Habe ich ganz viele. Weichglas habe ich jetzt, glaube ich. Nicht, doch, habe ich auch. Kriegen die auch noch. So, tauschen. Dann stehe ich jetzt neutral zu denen. Allerdings auch mit den Goladigax. Und mit allen anderen bin ich weiterhin verfeindet. Die laufen da aber auch rum. Die scheinen da ordentlich Handel zu treiben oder so. Was ist denn das da hinten? Dieses rote da. Dieses rote Ei oder was ist das da oben auf dem Turm? Hm. Ich weiß es nicht. Warte mal, das hole ich mir noch. Damit kann ich Schlüssel herstellen. So, dann werde ich aber zumindest nicht von den Bewohnern des Dorfes angegriffen, wenn ich da gleich reinlaufe. Das ist schon mal gut. Ja, und werde ich das als nächstes machen. Aber nicht mehr in dieser Folge, denn die hat ihre Laufzeit schon überschritten. Ins Dorf gehe ich dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Seid gerne in der nächsten Folge wieder dabei. Bis dahin.